Willkommen Digimon-Freunde, ich möchte euch heute einmal einen kurzen Guide geben, wie ihr die Wunschentwicklung von Agumon beeinflussen könnt, was es da so für Möglichkeiten gibt und wie das Ganze vom Prinzip aufgebaut ist. In meinem ersten Durchgang hatte ich da sehr viele Probleme gehabt. Dann, als ich den Sinn dahinter erkannt und auch verstanden habe, macht das natürlich deutlich mehr Sinn, ist auch ein cooles Feature, aber wir müssen dafür etwas Entscheidendes beachten. Hier haben wir jetzt eine einfache Entwicklung von Agumon, also die erste. Wir sehen, Greymon ist freigegeben und wie ihr jetzt quasi beeinflussen könnt, ob ihr die obere Entwicklung bekommt, die mittlere oder die untere, gehen wir gleich durch. Vorweg, die obere Entwicklungslinie ist die, die wir aus den Animes kennen. So viel sei schon mal gesagt, das ist auch meistens die, die von den, ja, Fans favorisiert ist und wo auch die meisten hinterher sind. Ihr könnt aber natürlich komplett frei durchgehen, wie ihr möchtet. Um nun eure Wunschentwicklung zu bekommen bzw. einzusehen, gehen wir einmal auf das Profil. Wir sind auf Takuma und unten rechts sehen wir unseren kleinen Radar, wie unsere Punkte verteilt sind. Wir haben die Moral, Inbrunst, Harmonie. In der Reihenfolge, wie wir es dort sehen, Moral, Inbrunst und Harmonie, ist auch die Entwicklung aufgebaut. Das heißt, Moral läuft durch die Greymon-Entwicklung durch, Inbrunst ist die mittlere Linie und Harmonie ist die untere. Was sich jetzt dahinter verbirgt, möchte ich euch jetzt an dieser Stelle nicht sagen. Ich möchte euch nicht spoilern, aber das ist im Prinzip das, was wir verfolgen müssen, um die entsprechende Entwicklung zu bekommen. Nun müssen wir uns auch nochmal anschauen, wie wir diese Punkte bekommen. Und dafür springen wir wieder in ein weiteres Video. Und hier sehen wir auch schon das entsprechende Menü, was für uns sehr wichtig ist. Wir haben drei Auswahlmöglichkeiten. Wenn ich nach links gehe, sehen wir auch, dass wir dort einen leichten Rotschleier bekommen. Hier geht es um die Moral. Wenn wir dieses Feld auswählen, bekommen wir einen Punkt auf unsere Moral. Wenn ich jetzt nach oben gehe, wird das Feld leicht gelb. Hier bekommen wir einen Punkt in die Inbrunst. Und wenn ich nach rechts gehe, wird das Feld leicht grün. Hier bekommen wir die Harmonie. Links Moral, oben Inbrunst, rechts grün ist immer der Fall. Ihr werdet keine Auswahlmöglichkeit finden, wo es anders ist. Es ist aber auch so, dass wir innerhalb des Games selten, aber es kommt vor, auch solche Auswahlmöglichkeiten haben, wo wir nicht diese Punkte bekommen. Also wir bekommen nicht immer diese Karma-Punkte. Das ist aber wirklich ganz selten der Fall. In den meisten Fällen werden wir hier dann die entsprechenden Punkte bekommen. So könnt ihr quasi eure Punkte sammeln, steigern und dort, wo ihr den Überhang habt, dort wird sich dann auch die Entwicklung hin orientieren und ihr bekommt dann auch entsprechend die Variante, die ihr angestrebt habt. Ich hoffe, damit konnte ich euch ein wenig Klarheit und auch ein bisschen Hilfestellung geben, wie ihr in diesen Fällen entscheiden könnt, sollt oder müsst, um eine bestimmte Entwicklung von Agumon zu bekommen.